So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei unserem heutigen Webinar. Und zwar geht es heute Abend um Neuroinflammation bei neuropsychiatrischen Erkrankungen, neue Erkenntnisse aus der Mikrobiom- und Mikronährstoffforschung. Ein sehr spannendes Thema und da habe ich einen Experten eingeladen. Wir hatten ja schon mal ein Webinar zusammen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Träger. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, schönen guten Abend. Freut mich auch, dabei zu sein zu dem, wie ihr alle sehen werdet, hochinteressanten Thema mit ganz neuen Aspekten. Vor allen Dingen, letzte Woche hat es ja nicht gut geklappt. Für das möchten wir uns nochmal entschuldigen. Da gab es einige technische Probleme. Manchmal liegt es auch nicht in unserer Hand. Und wir haben uns jetzt auch nochmal kurz geschlossen, wir beide. Wir haben das nämlich in zwei Teile aufgeteilt, weil es so ein umfangreiches Thema ist. Der zweite Teil wird am 16. Dezember durchgeführt, um 18.30 Uhr. Ich werde dann nochmal die nächsten Tage auch nochmal den Link versenden. So, ich möchte kurz hören, ob Sie mich alle gut hören. Einfach im Chat reinschreiben. Und vor allen Dingen bin ich hier den ganzen Abend da. Sie können immer auch im Chat nachschreiben, wenn Sie irgendwas brauchen. Super. Wichtig ist, es gibt eine Aufzeichnung, die bekommen Sie nach dem Webinar. Und das Skript bekommen Sie auch. So, und jetzt, lieber Jürgen, bitteschön. The floor is yours. Ja, vielen Dank, Tanja. Ja, liebe Freunde einer ganzheitlichen, naturheilkundlich orientierten Medizin, heute mal ein Thema, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde, Entzündungen im Gehirn, Neuroinflammation im Zusammenhang mit neuropsychiatrischen Erkrankungen. Und zwar aus Blickwinkel beleuchten, der in der Medizin, in der etablierten Medizin sehr neu ist. Und zwar im Hinblick auf die Mikrobiomforschung, also unsere Bakterien im Darm zusammen mit den komplexen Gebilden von allen möglichen Bodenstoffen und, was ja sehr wichtig ist für alle unsere Zellen, die Mikronährstoffe. Und das ist eine Denkweise, die, wie ich glaube, ihr alle sehen werdet, in Zukunft sehr wichtig sein wird. Etablierte Medizin wird mit den Augenbrauen nach oben gezogen reagieren, wenn man sagt, Vitamine bei Depressionen einsetzen. Kann denn sowas helfen? Oder besteht eine Verbindung vom Darm zum Gehirn? Was soll das? Und dann noch schlimmer, wenn wir im Teil 2 dann ab 16.12. über die Therapiemöglichkeiten sprechen, wie zum Beispiel Grüntee-Extrakt, vor allem das EGCG. Soll das helfen? Da werden wir hören, sehr, sehr skeptisch. Und gerade auch dieser Zusammenhang mit dem Darm, der sehr wichtig sein wird, wie man hier auch in dem Bild sieht, schützt sich ja der Mann nicht vor Coronaviren mit dem Flusspferd, sondern vor den Splatters von den Nilpferden. Und genauso ist es mit den Tönen, die unserem Darm entweichen. Haben die vielleicht doch eine Signalwirkung bis zu unserem Gehirn? Und viele werden natürlich denken, von der etablierten Seite aus, wie es auf dem Röntgenbild zu sehen ist, ja, der Kollege, der diesen Vortrag hält, der war beim Arzt und ist schon alles okay. Zum Thema Depression gibt es ja viele, viele dumme Sprüche. Du hörst immer wieder, warum bist du depressiv? Du hast doch so ein schönes, tolles, super Leben. Und der Satz ist genauso blöde, wie wenn einer sagt, warum hast du Asthma? Hier ist doch genügend Luft zum Atmen. Viele, die unter psychischen Problemen leiden, haben den Weg zum Psychiater, zum Neurologen schon gefunden, sind vielleicht beim Psychotherapeuten auf der Couch gelandet. Ob die Couch heute bei den Erkenntnissen, die ich euch zeigen werde, so sinnvoll ist, gute Frage. Ich persönlich glaube, dass wir an ganz anderen Stellschrauben drehen müssen, um die Psyche besser einstellen zu können als mit zu viel Psychotherapie. Viele haben sich damit beschäftigt, wenn sie auch Medikamente nehmen müssen, Antidepressiva. Sind die richtig? Kann man die absetzen? Gibt es viele Bücher darüber, wie das von Herrn Pschorr? Das ist mir die schulmedizinische Seite, Antidepressiva sinnvoll einsetzen. Oder von Peter Lehmann, das Büchlein Psychopharmaka absetzen. Das beschäftigt sich eher mit den kritischen Gesichtspunkten. Vielleicht hat einer oder der andere von euch auch schon ein Buch von Peter Götzsche in der Hand gehabt, einem dänischen Hochschulprofessor,
der früher für die Pharmaindustrie unheimlich viele Studien gemacht hatte und aus meiner Sicht vom Saulus zum Paulus sich hat bekehren lassen und der heute alles das, was er so im Rahmen seiner Tätigkeit für die pharmazeutische Industrie sehr kritisch beleuchtet und sehr kritisch sieht und natürlich sehr provokativ das in dem Buch zum Beispiel zusammengefasst hat, tödliche Psychopharmaka und organisiertes Leugnen. Auf alle Fälle ist die Tatsache heute in der Zeit die, dass psychische Erkrankungen immer mehr zunehmen. Ganz voran sind es die Angsterkrankungen, die Depressionen. Und hier sehen wir auch schon an der globalen Karte der Verteilung, ist es nicht die psychische Erkrankung, sondern was definitiv auch mit zusammenhängt, ein Mangel an essentiellen Mikronährstoffen im Gehirn. Hier sind es die Omega-3-Fettsäuren. Auf alle Fälle sehen wir, dass diese psychischen Veränderungen auch nicht für sich alleine oft stehen. Menschen mit Angstzuständen haben zum Beispiel begleitend bei fast jedem zweiten auch einen depressiven Verstimmungszustand. Und wir sehen eine Zunahme dieser psychischen Erkrankungen, zum Beispiel bei den Arbeitsunfähigkeitstagen. Die Fehltage wegen kranker Psyche erreichen einen neuen Höchststand. Das sind statistische Zahlen. Und wir sehen auch, dass heute das frühzeitige Berufsende vorwiegend durch psychische Erkrankungen bedingt wird und weniger durch die degenerativen Erkrankungen des Skelettapparates, auch weniger durch bösartige Erkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also psychische Erkrankungen sind im Vormarsch. Und wir sehen leider aber auch auf der anderen Seite, im Alter werden diese psychischen Erkrankungen zu wenig diagnostiziert, zumindest aus meiner Sicht. Gerade Jüngere glauben, dass im jungen und mittleren Lebensalter die Depression häufiger auftritt als im Alter. Und das ist eben ein großer Fehler. Und viele Menschen mit Depression im Alter werden dann oft in die Schiene Demenz gestellt, weil eine Depression zum Beispiel dazu führen kann, dass es zu einer Denkhemmung kommt, die dann in die falsche Diagnose der Demenz landet. Die Weltgesundheitsorganisation hat auch schon prognostisch prophezeit, dass im Jahr 2030, also gar nicht mehr so lange hin, noch gute 5 Jahre, Depressionen das Hauptproblem in den Industrieländern der westlichen Welt darstellen werden. Und das sieht man hier sehr schön in dieser Grafik. Dazu kommt immer mehr auch die degenerative Seite von Gehirnerkrankungen mit Demenzerkrankungen, aber auch bipolare Störungen und Schizophrenien, über die wir heute sprechen werden, werden immer häufiger. Und was ganz erschütternd ist für mich, dass die Vielzahl der Medikamente gerade auf dem Gebiet der Antidepressiva gar nicht so toll wirken, wie uns das immer glaubhaft vorgegaukelt wird. 20-30%, das sind niedrig geschätzte Zahlen in dieser Studie, sagen eindeutig, dass die Medikation unzureichend ist. Die Symptome der Depressionen, die wir gleich behandeln werden, werden nicht genügend beeinflusst. Und 20% der Menschen kommen aus dieser Depression nicht mehr heraus. Ich glaube, am Ende des Seminars oder des Webinars wird es eben klar sein, warum das so ist, weil diese Medikamente, wie so oft in der etablierten Medizin, an den Ursachen, die wir heute erfahren werden, gar nicht so viel verändern, sondern nur Symptome verbessern. Und gerade die Depression mit ihren vielen Gesichtern führt dann auch oft zu Fehldiagnosen, wie ich das gerade beim älteren Menschen schon gezeigt habe. Ja, das Leben ist schön mit den richtigen Antidepressiva. Und ich möchte euch heute zeigen, dass das Leben wirklich schön ist, ohne dass sich Risse, wie hier in der Folie zeigen, wenn man dafür sorgt, dass im Gehirn die ganzen Stoffwechselprozesse richtig ablaufen können. Denn das ist das Entscheidende. Die Depression hat ja sehr, sehr viele klinische Probleme, Beschwerdebilder, Angstzustände mit assoziiert, Atemnot, Übelkeit, Kribbeln im Körper, Druck in der Brust, Schlafstörungen und. Und diese Symptome, die auf eine Depression hindeuten, beginnen mit den körperlichen Symptomen. Da kann es auch mal eine Gewichtszunahme oder Abnahme sein, eine vermehrte Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Inappetenz, Schlafstörungen. Dann natürlich die seelischen
Symptome, Antriebsminderung, gedrückte Stimmung, Interessenverlust, habe keine Lust mehr auf irgendetwas, man zieht sich zurück in die Isolation, der Antriebsmangel wird immer schlimmer, dann auch die Denkhemmung mit Konzentrationsstörungen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben sehr viele organische Symptome, die dann in der klassischen Medizin abgeklärt werden. Man findet an den Organen, die Probleme bereiten, nichts. Und dann landet man eben auf der Couch des Psychotherapeuten oder des Psychiaters und schluckt irgendwelche Medikamente, um die Symptome zu verbessern. Und was hier ganz, ganz wichtig ist, sind die zwei Aspekte heute in der etablierten Medizin, die wir sehen als Ursache der Depression. Wir sehen die psychosozialen Aspekte und wir sehen die neurobiologischen Aspekte, auf die wir heute ganz besonders eingehen werden. Denn letztendlich sind diese Veränderungen in der Neurobiologie des Gehirns entscheidend dafür verantwortlich, dass es zu dieser ausgeprägten Symptomatik im Hinblick auf Ängste, Depressionen oder schlimmer Schizophrenien kommt. Bei den psychosozialen Aspekten ist es oft so, dass die Therapie dann auf der Couch beim Psychotherapeuten endet. Bei den neurobiologischen Aspekten, die man in den Mittelpunkt kehrt, wird man bei den Antidepressiva landen. Bei der Depression ist es auch immer sehr schwierig abzugrenzen. Ist es die Depression oder ist es ein Burnout, was zum Beispiel die Antriebsminderung ausmacht? Und die beiden Erkrankungen überlappen sich sehr stark hier in der Mitte mit den Beschwerden Antriebslosigkeit, Erschöpfung, Unruhe. Und prinzipiell sind es Erkrankungen, die gewisse Ähnlichkeiten haben, aber auch völlig andere Ursachen. Burnout zum Beispiel, eine starke Störung der Mitochondrien, der Zellkraftwerke, die dieses Ausgebranntsein, diese Müdigkeit macht. Auf alle Fälle, wenn man sich das so anschaut, ist es nachvollziehbar, dass die Mehrzahl, also knapp über 50% der Deutschen, möchte, dass die etablierte Medizin, die Schulmedizin mit der ganzheitlichen Medizin oder der Homöopathie Hand in Hand arbeitet, dass wir zusammenarbeiten, integrativ, komplementär. Nur das Fragezeichen, das ich da groß in die Folie gestellt habe, aus meiner Sicht ist eine starke Abwehr der etablierten Medizin gegenüber dem, was ich heute bringen werde, da. Und dabei wird es nicht zur Kenntnis genommen, was ihr heute noch hören werdet, denn das, was in der nächsten Stunde kommen wird, sind alles naturwissenschaftliche Untersuchungen. Und es ist auch in der Schulmedizin bekannt, dass wir neue therapeutische Ansätze brauchen, mit neuen Medikamenten für das zentrale Nervensystem, wo die Störung da ist, weil die alten Medikamente, eben wie auch schon von mir bereits gesagt, nicht die Wirkung entfalten, die sie entfalten sollten. Und da kommt hier, wie auf der Folie schon gezeigt wird, von dieser wissenschaftlichen Arbeit aus dem Jahr 2017 ein Begriff rein, der heißt Neuroinflammation. Neuronervensystem, Inflammation, Entzündung. Also eine Entzündung des Nervensystems. Und dann in dem großen roten Kästchen hier sieht man auch viele dieser entzündungsfördernden Botenstoffe, die dann im Gehirn eine Rolle spielen, dass die Funktionsabläufe gestört sind. Und wer sich dann heute mit der modernen Neuropsychiatrie oder auch mit neurodegenerativen Erkrankungen beschäftigt, der sieht dann plötzlich eine Unzahl von Faktoren, von entzündungsfördernden Faktoren, von Botenstoffen, von Störungen der Hormone im Gehirn und so weiter, die dann dazu führen, dass diese Erkrankungen auftreten. Und diese Betrachtung aus dieser Sicht, wie hier diese vielen Faktoren auf dem Bild mit dem Nerven zu sehen sind, die machen eben diese Neuroinflammation zu einer ganz entscheidenden und wichtigen Funktion im Ablauf der Krankheitsprozesse. Neuroinflammation ist prinzipiell, das muss man auch wissen, ein normaler Prozess im menschlichen Körper. Damit wird ein gesundes Nervensystem unterstützt. Entzündungen brauchen wir. Wir werden dann noch sehr genau auf dieses Entzündungsproblem eingehen, weil das
grundsätzlich ja auch heute in der modernen Medizin ein sehr, sehr essentieller Faktor ist. Wichtig ist immer, dass Entzündungsreize und Entzündungshemmung auch durch unsere körpereigenen Funktionen in der Waage sind, im Gleichgewicht sind. Das ist ein gesunder Zustand. In dem Moment, wo die Waage kippt, wo die Entzündungsreize so stark werden, dass die körpereigene Entzündungshemme die nicht mehr ausgleichen kann, dann kommt es eben zum Auftreten von Erkrankungen, wie wir heute das mit den psychischen Veränderungen besprechen werden. Und die Neuroinflammation, die Entzündung im Nervengewebe, die chronifiziert sich sehr, sehr schnell und wird ausgelöst auch durch periphere immunkompetente Zellen, die die Blut-Hirn-Schranke passieren können. Da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Faktor, die Blut-Hirn-Schranke. Wir werden dann sehen, dass wir mit unserem Lifestyle, mit unserer Lebensweise, auch mit den Handys zum Beispiel, zunehmend dazu beitragen, dass diese Barriere, diese Blut-Hirn-Schranke zunehmend gestört wird. Und damit können Giftstoffe, Toxine, Stoffwechselprodukte und alles Mögliche in unser Gehirn gelangen. Dort kommt es dann logisch zu einer Aktivierung immunkompetenter Zellen, die dann diese Entzündung, die sich daraus ergibt, initiieren und versuchen, alles wieder zu beseitigen. Leider funktioniert vieles nicht, wie wir sehen werden. Und diese Neuroinflammation hat eben vielfältige Ursachen. In der Traumatologie, das heißt bei Unfällen, spielt es mittlerweile eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also Schädel-Hirn-Verletzungen, aber auch Rückenmarksverletzungen führen dazu. Wie ich schon gerade gesagt habe, können toxische Metabolite, die dann ins Gehirn gelangen, die Entzündung verursachen. Die zunehmende Zahl von Autoimmunerkrankungen, Viruserkrankungen, hochinteressant. Ich werde auch noch ein kleines Kapitel über Postfakt Long-Covid mit reinbringen, weil auch hier die Neuroinflammation eine wichtige Rolle spielt. Dann das zunehmende Alter per se, wobei das Alter nicht die Ursache ist, sondern im Prinzip die fehlende Möglichkeit, aufgrund von Mangel an Mikronährstoffen die Entzündungsreaktion zu beenden. Unser westlicher Lebensstil, der Lifestyle, die Ernährung, die ungesunde, das Rauchen, dann sehr interessant, entzündliche Krankheiten von peripheren Organen können auch dazu führen, dass es zu Entzündungen im Gehirn kommt. Stress, sehr interessantes Kapitel. Und dann natürlich der Darm mit seinem Mikrobiom und den damit einhergehenden Veränderungen, Verschiebungen der Bakterienzusammensetzung, Auftreten von Darmbarrierestörungen, dem Leaky Gut-Syndrom, welches wieder immer verbunden ist mit Entzündungsprozessen und damit auch zur langfristigen Silent Inflammation, stummen Entzündung führen kann. Auf alle Fälle ist es so, dass diese peripheren Entzündungen zentrale Neuroinflammation auslösen können. Und das ist eben deswegen interessant, weil es ja sonst immer geheißen hat in der Medizin, bei vielen Kollegen leider immer noch heißt, die sich nicht mit dieser neuen Thematik beschäftigen. Wenn ich chronische Schmerzen habe, zum Beispiel aufgrund einer rheumatischen Erkrankung und werde dann depressiv, ja, dann liegt es daran, dass die Schmerzen dich depressiv machen. Ja, das ist leider nicht so der Fall. Die Ursache ist, dass diese peripheren Entzündungsparameter ins Gehirn gelangen können und dort über diese Entzündung im Gehirn, diese Neuroinflammation, dann dazu führen, dass psychische, aber auch neurodegenerative Erkrankungen wie die Alzheimer-Erkrankung auftreten können. Und wir haben definitiv die Überschneidungen zwischen Gehirn und Gelenk. Und moderne Forscher sagen heute, dass wir einen Neurorheumatologen brauchen könnten. Wie das? Rheumatologen, entzündliche Gelenkerkrankungen, beschäftigen sich sehr, sehr intensiv mit den ganzen Zytokinen, diesen Entzündungsfaktoren, die das Krankheitssyndrom der Rheumaerkrankung bewirken. Und nachdem wir jetzt wissen, dass genau diese gleichen Entzündungsfaktoren im Gehirn eine Rolle spielen, um psychiatrische Erkrankungen von Depression, Angst, über Schizophrenie auszulösen oder auch neurodegenerative Erkrankungen, die wir im anderen Webinar schon behandelt haben, wie den Parkinson, wie die amyotrophe Lateralsklerose, die Multiple Sklerose oder die zunehmende Zahl der Demenzerkrankungen, dann ist es klar,
dass wirklich diese Forderung, sich mehr mit den Entzündungsprozessen im Gehirn zu beschäftigen, mit dieser Neuroinflammation, müssen Zytokinen mehr als berechtigt ist. Wir sehen, dass unsere Zellen im Gehirn, ganz voran die Mikroglia, auf die wir dann gleich noch eingehen werden, und die Astrozyten, enorm dazu beitragen, dass diese Krankheiten so zunehmen. Deswegen beitragen, weil sie durch die Entzündungsprozesse vermehrt auch zum Abbau von Nervenzellen beitragen können. Und man muss heute sagen, dass die Neuroinflammation, eine sogenannte Hallmark von all diesen Erkrankungen, darstellt. Das sind Kennzeichen der amyotrophen Lateralsklerose, wie der Schizophrenie, wie von depressiven Erkrankungen, wie von Demenzerkrankungen, ganz besonders vom Alzheimer-Typ, den bipolaren Störungen, bipolare Störungen, für die, die nicht so voll im Fach der Medizin sind, heißen einerseits Depression, andererseits auch das Gegenteil, manische Zustände. Das heißt, Freude überall, diese Menschen fallen ins Tal, dann geht es wieder hoch in die Manie, und dieser Wechsel ist enorm beeinträchtigend. Der Parkinson, die Multiple Sklerose, aber auch Huntington, Erkrankungen, seltene Erkrankungen des Nervensystems, haben diese Hallmark der Neuroinflammation. Wenn wir bei der Inflammation sind, ich habe es schon gesagt, müssen wir uns nochmal vor Augen halten, dass wir Entzündung prinzipiell in unserem Körper essentiell benötigen, um uns zu wehren vor eindringenden Feinden zum Beispiel, seien es Viren, Bakterien, Pilze. Und diese Entzündung als Abwehrreaktion, diese Initiation, die braucht jetzt Omega-6-Fettsäuren, die Arachidonsäure ganz besonders. Von vielen Ernährungsberatern wird die Arachidonsäure, die Omega-6-Fettsäure, immer schlecht gemacht. Die muss weg. Das ist grundsätzlich falsch. Wir brauchen diese Arachidonsäure. Aber wenn wir jetzt die Entzündung mit ihrem Ablauf sich ansehen, dann werden wir erkennen, dass sie in einem richtigen, ausgeglichenen Verhältnis zu den antientzündlich wirkenden Omega-3-Fettsäuren nötig sind. Also am Anfang der Entzündung kommt es zu einer starken Freisetzung, zum Beispiel von verschiedenen Leukotrienen, von Prostaglandinen, das sind diese entzündungsfördernden Botenstoffe. Wenn dann die Entzündung das Problem, das unseren Körper betrifft, in den Griff bekommen hat, dann kommt die Resolutionsphase. Das heißt, es kommt zum Auftreten immer mehr entzündungshemmende Omega-3-Fettsäuren, dann den Gleichgewichtsprozess einleiten, um dann, wenn das Problem in den Griff komplett gebracht wurde, in die Terminierung zu gelangen, in die Beendigung, in die Stoppzeiten dieser Entzündung. Also, dazu brauchen wir natürlich dann ausreichend diese Omega-3-Fettsäuren, um den Entzündungsprozess wieder beenden zu können. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir das Problem, dass die Entzündung weiter schwelt. Und deswegen sind Omega-3-Fettsäuren so wichtig. Was auch bei der Termination ein sehr wichtiger Faktor ist, ist der Abbau von Zellschrott. Und auch da werden wir noch ganz kurz darauf eingehen, dass dieser Abbau von Zelltrümmern, von kaputten Zellen, ein essentieller Prozess ist, um gesund zu bleiben. Autophagie nennt man das heute, das sich selbst auffressen. Und natürlich müssen in der Termination dann die am Anfang in der Initiation freigesetzten entzündungsfördernden Botenstoffe, einer der bekanntesten ist NF-kappa-B, wieder abgebaut werden. Leider kann ich mit dieser Software, die mir hier zur Verfügung steht, diese Animation nicht so gut oder gar nicht durchführen, wie man es mit anderen wie Zoom zum Beispiel machen kann. Und deswegen erscheint diese Folie auf den ersten Blick etwas verwirrend. Was soll die Folie zeigen? Sie soll uns zeigen, welche Ursachen bestehen, um diese Entzündung, diese chronische stumme Entzündung im Körper auszulösen. Sie heißt deswegen stumme Entzündung, weil wir sie primär nicht merken. Wir merken es erst dann, wenn es spät oder zu spät ist, wenn Krankheiten entstanden sind. Und das Hauptproblem, was zur Entzündung führt, ist, dass es zum vermehrten Calcium-Einstrom in die Zelle kommt. Das ist das Entscheidende. Und hier sehen wir eine Reihe von Faktoren,
von Ursachen, die diesen vermehrten Kalziumeinstrom in die Zelle bewirken. Das sind einmal die Infektionskrankheiten, Bakterien, Pilze, aber ganz besonders die Viren. Dann sind es Nahrungsmittel. Dann ist der psychologische Stress etwas Wichtiges. Und etwas, was viele belächeln, der Mobilfunk, die elektromagnetischen Felder, spielen eine ganz wichtige Rolle, dass es zu diesem vermehrten Kalziumeinstrom in die Zelle mit Auslösung von Entzündungen, wie ich es gleich noch schildern werde, kommt. Schwermetalle, Biozide, Kunststoffe, Industriegifte, Lösungsmittel, Weichmacher, Geschmacksverstärker und. All das führt dann eben zu diesem vermehrten Einstrom von Kalzium in die Zellen. Und dann geht es los. Es geht zum Beispiel los, dass über diesen vermehrten Kalziumeinstrom es zum sogenannten nitrosativen Stress kommt, der dazu führt, dass eine chronische Entzündung entsteht, die zu einer Immunstörung führt, der wieder dazu führen kann, dass vermehrt Kalzium in die Zelle einströmt. Ein Teufelskreis beginnt. Der beginnt aber auch noch in eine andere Richtung. Es kommt über diesen nitrosativen Stress zu einer Störung der Zellkraftwerke, der Mitochondrien. Dadurch zum starken oxidativen Stress, der wieder in der chronischen Entzündung mündet, die dann wieder zum Aufschaukeln dieses Teufelskreises führt. Also wir müssen uns hier ganz eindeutig vor Augen halten, dass vielfältige Einflussnahmen auf den Einstrom von Kalzium in die Zelle die Ursache für die Entzündung sind. Da ist unser Lebensstil etwas ganz, ganz Wichtiges. Gerade eben immer wieder an die elektromagnetischen Felder denken, an die Lebensmittel, in Anführungszeichen, das eigentlich Anti-Lebensmittel sind, wenn sie zu viele Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Stabilisatoren, Emulgatoren und so weiter enthalten. Auf alle Fälle soll es sein, dass die Entzündung als wichtige primäre Abwehrreaktion unseres Körpers irgendwann, wenn das Thema gelöst ist, beendet werden muss. Wird sie nicht beendet, dann kann es zu einer chronischen Entzündung kommen. Und dazu trägt auch dazu bei, wenn die Zelltrümmer von zerstörten Zellen nicht abgebaut werden können durch die Autophagie, dass die Entzündungsreaktion gefördert wird. Man kann sehr zu Recht sagen, wer die Entzündung beherrscht, der beherrscht das Leben. Und hier sehen wir das eben nochmal, die vielfältigen Einflussmöglichkeiten auf die Zelle, auf den Kalziumeinstrom, mit den dann auch labormäßig gut zu untersuchenden Veränderungen, Entstehung des nitrosativen Stress, der Mitochondrienschädigung, des oxidativen Stresses, der chronischen Entzündung, die man sehr gut im Labor nachweisen kann, zum Beispiel mit Tumornekrosefaktor Alpha, Interferon Gamma oder vermehrter Histamineinschüttung und die dann dazu führen kann, dass sich das System im negativen Sinne weiter aufschaukelt. Und wir wissen heute definitiv, dass diese Neuroinflammation entscheidend dazu beiträgt, dass die neurobiologischen Prozesse in unserem Gehirn dysreguliert werden. Und über diese Dysregulation und über diese Entzündungsmechanismen kommt es dann in den einzelnen Hirnarealen zu bestimmten Veränderungen, die sich dann in der Symptomatik der Psyche zum Beispiel äußern, in der Angst, in der Depression, in der Schizophrenie. Und eine ganz wichtige Rolle spielt hier die sogenannte Darm-Hirn-Achse. Das heißt, die Verbindung unseres Darmes zum Gehirn. Und wie man hier sehr, sehr schön sieht, ist es ein bidirektionaler Kommunikationsweg mit neuronalen, endokrinen, also den Hormondrüsen betreffend. Hier spielt vor allem die Nebennieren-Hypothalamus-Achse eine wichtige Rolle und inflammatorischen Mechanismen. Und das Ganze war schon lange bekannt, dass der Darm und die Psyche sich zusammenhängen. Martin Luther hat das schon scherzhaft gesagt im 15., 16. Jahrhundert. Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Heute ist es definitiv bekannt, dass über Störungen der Darm-Hirn-Achse es zu kognitiven Störungen kommt, zu Stimmungsveränderungen. Man ist nicht gut drauf, man ist depressiv. Dass der Darm auch in der gesunden Bildung des Gehirns eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielt. Das heißt, es spielt schon eine Rolle in
der Entwicklung des Kindes, wie das Mikrobiom der Mutter zum Beispiel ist. Dass das Mikrobiom Auswirkungen hat, natürlich auf den Darm, auf die Darmfunktion selber ist klar und Reizdarmsymptome verursachen kann. Aber dass auch das Lernen mit beeinflusst wird, das sind Prozesse, die relativ neu sind. Bei dieser Darm-Hirn-Achse ist eines von ganz enormer Bedeutung, dass man nämlich sieht, dass die Informationsflut nicht vom Gehirn zum Darm geht, sondern genau umgedreht, vom Darm zum Gehirn. Wir sind immer noch der Meinung, dass unser Gehirn alle Körperprozesse so super steuert. Wenn man sich diese Achse Darm-Hirn anschaut, dann haben wir 10-mal mehr Afferenzen vom Darm ins Gehirn als umgedreht vom Gehirn in den Darm. Und damit ist es auch nachvollziehbar, dass unser Darm über diese Einflussnahmen auf das Gehirn das Verhalten steuert. Das Mikrobiom beeinflusst Lernen, Angst, Stimmung. Der Darmtrakt, wenn er verändert ist, stellt nicht mehr genügend Mikronährstoffe zur Verfügung. Es kommt zu Energiedefizienzen. Es kommt zur Veränderung der Darmbarriere, zum Leaky Gut. Mit dem Leaky Gut verbunden immer eine Entzündung im Bereich der Darmschleimhaut. Es kommt zu immunologischen Reaktionen, die wieder die Entzündungsprozesse fördern. Und das Darmmikrobiom selbst verändert sich zunehmend dahingehend, dass die Zusammensetzung der normalerweise für unsere Gesundheit so wichtigen Mikrobiota ins Negative abrutscht, in die Dysbiose, von der wir dann sehen werden, dass sie uns krank macht. Auf alle Fälle kann man das Fragezeichen, dass die intestinale Mikrobiota an neuropsychiatrischen Erkrankungen beteiligt ist, heute vergessen. Es ist definitiv so, dass wir heute wissen, dass Veränderung des Darmmikrobioms für viele, viele neuropsychiatrische, neurodegenerative Erkrankungen verantwortlich ist. Von den Angststörungen bis hin zur Manie, die bipolare Depression, die reine Depression, die Schizophrenie, autistische Störungen, aber auch Organveränderungen wie die hepatische Enzephalopathie hängen mit dem Mikrobiom zusammen. Auch hier ein interessantes Thema über die Fettleber zu referieren. Parkinson-Krankheit, die neurodegenerativen Erkrankungen, Multiple Sklerose, Demenzerkrankung, das Müdigkeitssyndrom, Essstörungen im Zusammenhang auch mit Übergewicht, dann auch schlimme Erkrankungen wie die Amyotrophe Lateralsklerose oder Autoimmunenzephalitis, der apoplektische Insult steht mit zusammen, also der Schlaganfall, auch sexuelle Veränderungen wie der Libidoverlust, aber auch periphere Neuropathien hängen mit unserem Mikrobiom zusammen. Und das ist etwas ganz Wichtiges heute, wer sich mit dem Mikrobiom beschäftigt, dass wir erkennen müssen, dass wir wahrscheinlich fast alle, die wir in der westlichen Welt leben, gar kein gesundes Mikrobiom mehr haben. Das zeigen sehr schöne Untersuchungen an Stämmen im Amazonas, den Yanomami-Indianer. Und hier ist das Entscheidende am Mikrobiom, was sich von unserem unterscheidet, dass diese Yanomami-Indianer eine erhöhte Diversität haben. Und zwar von bis zu 40-50%. Wir wissen heute, dass die erhöhte Diversität, das heißt die Vielzahl verschiedenster für die Gesundheit förderlicher, also probiotischer Bakterien im Darm entscheidend die Rolle spielen zum Erhalt der Gesundheit. Also Diversität, der Begriff wird uns immer wieder verfolgen, auch später, wenn wir dann im nächsten Webinar auf die Behandlung eingehen. Auf alle Fälle haben wir heute in unserem westlichen Mikrobiom, bedingt durch diese Dysbiose, durch diese fehlende Diversität, häufig auch eine Darmbarrierestörung. Natürlich mitbedingt durch das, was wir essen. Ich habe das vorhin schon gesagt, im Zusammenhang mit dem Kalziumeinstrom in die Zelle, was wir uns da antun mit Geschmacksverstärkern, mit Emulgatoren, Stabilisatoren, Farbstoffen und so weiter. Das führt eben dazu auch, dass nicht nur die Bakterien in ihrer Diversität, in ihrer Zahl verändert werden, sondern dass es auch direkt zu einer Schädigung der Darmbarriere kommt, zum Leaky Gut Syndrom.
Und wenn das Leaky-Cut-Syndrom auftritt, da sieht man hier sehr schön, hier ist die Darmbarrierestörung, hier können zum Beispiel Bakterien dann durchdringen, dann entsteht immer eine Aktivierung. Logisch, muss auch so sein, habe ich vorhin erklärt, der Entzündung, eine Entzündungsreaktion. Nur diese Darmbarriere wird nicht gleich wieder verschlossen. Es kommt zu einer dauerhaften Überstimulation der Entzündung, Aktivierung des Immunsystems und damit auch über die Mastzellaktivierung zu vielfältigen Problemen, wie zum Beispiel einer vermehrten Histaminausschüttung. Also hochinteressant, was wir auf diesem Sektor der Inflammation vom Darm ausgehend alles Negatives in unserem Körper bewirken können. Und diese proinflammatorischen Zytokine, die bei einer Darmbarrierestörung gebildet werden, die können dann wiederum dazu beitragen, dass die so wichtige Stabilität der Blut-Hirn-Schranke sich verändert, dass es hier auch zum Leaky Brain kommt, zur Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke, damit, dass dann Toxine ins Gehirn eintreten können. Und dann kommt eben wieder der Abwehrprozess zustande, den ich vorhin so gut, hoffentlich gut erläutert habe, die Entzündungsreaktion. Und damit ist es ganz klar, dass diese Neuroinflammation entstehen kann, wenn im Darm über Freisetzung von Entzündungsmediatoren über den Vagusnerv zum Beispiel, über die Nebennieren-Rinden-Hypothalamus-Achse oder über die Blutbahn, über die zellulären Immunbestandteile, diese Entzündung ausgelöst wird. Und wir sehen das auch nochmal immer wieder, muss ich das betonen, dass die Handys dazu beitragen, dass die Blut-Hirn-Schranke zusätzlich gestört wird. Wenn schon Handys so häufig verwendet werden, dann bitte nicht so wie hier im Bild direkt am Ohr, sondern zumindest mit der Freisprechfunktion. Auch hier erzeugt man elektromagnetische Felder, die uns belasten, aber insgesamt sind sie geringer, als wenn das direkt am Ohr stattfindet. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass die Stoffwechselprodukte unserer Darmbewohner, unserer intestinalen Mikrobiota, direkte Auswirkungen hat auf unser zentrales Nervensystem, auf die Funktionsabläufe im Gehirn. Und hier sieht man eine ganze Menge dieser Metabolite der Mikrobiota, die das Gehirn beeinflussen können. Und das Entscheidende mit hier sind die SCFAs, die Short Chain Fatty Acids oder auf Deutsch die kurzkettigen Fettsäuren. Und die spielen eine sehr, sehr entscheidende Rolle in der Stabilität des Gehirns und vor allem in der Funktion der Zellen, die wichtig sind, der immunkompetenten Zellen im Gehirn, der Mikroglia, der Gliazellen. Das sind die Fresszellen des Gehirns, die dazu dienen, dass auf der einen Seite über Entzündungsaktivierung wir uns wehren können gegen Eindringe. Auf der anderen Seite werden auch Zellschrott abgebaut. Die Mikroglia muss funktionieren. Das ist die Immunkompetenz per se, die Aufräumtruppe unseres Gehirns. Und das ist der erste Verteidigungsmechanismus und Aktivierung des Immunsystems im Gehirn. Es kommt durch diese Mikroglia zum Auffressen von Fremdkörpern, Zellfragmenten, aber auch von eindringenden Erregern. Es kommt zur Präsentation von Antigenen durch die Mikroglia, dass unser Immunsystem besser reagiert und apoptotische abgestorbene Neuronen und Gliazellen werden eliminiert. Autophagie, etwas ganz Wichtiges, wie wir dann auch nochmal hören werden. Und diese Mikroglia sind eben dadurch entscheidende Helfer, dass es verhindert wird, dass Eiweißablagerungen im Gehirn auftreten, wie sie zum Beispiel typisch sind bei der Alzheimer-Erkrankung, aber auch beim Morbus Parkinson. Und damit muss man auch sagen, dass die Bakterienzusammensetzung im Darm einen Einfluss auf die Mikroglia, auf die immunkompetenten Zellen im Gehirn hat. Und zwar warum? Wenn die Bakterien sich so verändern,
dass sie zu wenig kurzkettige Fettsäuren, dieses Short Chain Fatty Acids, bekannteste ist Butyrat, die Buttersäure, bilden, dann kommt es eben zu Veränderungen im Gehirn. Das hat man sehr schön auch im Tierversuch gesehen, dass zum Beispiel keimfreie Mäuse, die im Darm also keine Bakterien haben, damit auch keine Bakterien, die aus Ballaststoffen kurzkettige Fettsäuren wie Buttersäure bilden können, die dann auch nicht ins Gehirn gelangen, eine verkümmerte Mikroglia haben. Also fehlende Darmflora bedeutet ein Problem fürs Gehirn. Und eine ähnlich gestörte Immunreaktion, ganz interessant, sieht man dann auch, wenn man bei Mäusen im Tierversuch die Darmflora durch die Gabe von Antibiotika zerstört. Auch dann kommt es zu diesen enormen Funktionsstörungen im Gehirn. Und das ist auch eine Forderung von ganzheitlich tätigen Ärzten, kritischer mit der Antibiotika-Verordnung und Gabe umzugehen. Denn jedes Antibiotikum führt zu einer verminderten Diversität der Mikrobiota. Und zwar je nach Art des Antibiotikums kommt es zum Verlust von 6 bis 40 Stämmen. Egal, was man macht. Man kann es durch eine präventive Einnahme von einem Probiotikum während der Antibiotikatherapie das Risiko reduzieren. Ob man es ganz aufheben kann, gibt es leider noch keine Forschung. Auf alle Fälle zeigt man im Tierversuch dann auch sehr gut, wenn man bei den Mäusen, bei denen man das Mikrobiom geschädigt hat, durch eine Fäkaltransplantation, das heißt eine Stuhlübertragung oder eine Mikrobiomtransfer, wie es heute heißt, dass sich die Mikroglia wiederholt, die Funktion wieder aufnehmen kann, um das Hirn zu schützen. Also, dieser Zusammenhang, je höhere Diversität in der intestinalen Mikrobiota, desto bessere Funktionalität und Entwicklung der Mikroglia, muss heute als Lehrsatz in der Medizin Eingang finden. Und diese Abbauprodukte der Darmbakterien, die diese Ballaststoffe abbauen, zu diesen kurzkettigen Fettsäuren, die sind eben wichtig für unsere Aufräumtruppe des Gehirns, für die Wächter, für die Funktionalität unseres Gehirns. Wir wissen heute, dass es bestimmte Darmbakterien sind, die die Reifung und die Aktivierung der Mikroglia beeinflussen. Und das sind ganz besonders diejenigen, die diese kurzkettigen Fettsäuren bilden, Butyrat als bekanntestes, aber auch Propionat und Acetat. Denn diese kurzkettigen Fettsäuren sind Botenstoffe über die vorhin geschilderte Darm-Hirn-Achse zwischen Darm und Hirn. Und nur wenn die ausreichend produziert werden, dann ist der Informationsaustausch auch da. Und wenn man sich mal so den Darm, das Darmgegröße ansieht, wie hier auf der Folie, muss man ja auch sagen, ist eine gewisse Ähnlichkeit ja vorhanden. Hier das Gehirn, hier das Darmgegröße. Oder wenn man das hineinprojiziert, sieht es doch fast so aus, wie das Gehirn den Dünndarm ersetzen kann. Und wir wissen heute, dass eben gerade dieses enterische Nervensystem ein ja, sehr feines Nervengeflecht aus 5 Neuronensystem darstellt, was den kompletten Verdauungstrakt durchzieht und die Kommunikation zwischen Gehirn und Darm auch über den Nervus vagus und das Gefäßsystem ermöglicht. Und diese Nachrichtenübermittlung findet nicht nur über diese kurzkettigen Fettsäuren statt, sondern auch über Botenstoffe wie Serotonin, Dopamin, Gamma-Aminobuttersäure, GABA kurz ausgesprochen, Melatonin, die gleichen Botenstoffe sind, wie sie im Gehirn, im zentralen Nervensystem dargestellt werden. Aber wir haben 5-mal so viel Neuronen im Magen-Darm-Trakt wie im Rückenmark. Oder anders ausgedrückt, wir haben genauso viele Nervenzellen in diesem enterischen Nervensystem, in dem Nervensystem des Darms, wie im Gehirn. Und damit sind Medikamente für den Gehirnstoffwechsel wie Antidepressive auch logischerweise mit häufigen gastrointestinalen Nebenwirkungen ausgestattet über diese Verbindung der Darm-Hirn-Achse. Und das ist auch den einen oder anderen bekannt, die Antidepressive eingenommen haben, dass sie am Anfang der Therapie erstmal über gastrointestinale Beschwerden geklagt haben. Wenn wir uns mit dem Darm beschäftigen,
dann werden wir immer wieder konfrontiert mit dem, was uns heute in unserer Gesellschaft beherrscht, dem Stress. Und der Stress, das ist eindeutig der Killer der Darmbarriere. Die gesunde Darmschleimhaut lässt keine Toxine in den Körper gelangen, lässt keine Bakterien oder Bakterienspaltprodukte in den Körper gelangen, die dann Abwehrreaktionen oder Entzündungen auslöst. Wenn sich allerdings hier die Mikrobiota, der alte Begriff Darmflora, verändert, es zur Dysbiose kommt, dann können diese Tight Junctions, die diese enge Verbindung der Zellen bewirken, dass es eben zu einer Barriere kommt, gelöst werden, die können aufbrechen, es kommt zum Leaky Gut und alle möglichen im Darm beinhalteten Produkte, Stoffwechselprodukte der Bakterien, Toxine können in den Körper gelangen und lösen dort immer hier in diesem Bereich eine Aktivierung des Immunsystems mit Entzündungsreaktion aus. Und die Folgen des Stresses im Darm sind eine intestinale Dysbiose, ein Leaky Gut. Und auch das ist ganz wichtig. Leaky Gut und Inflammation hängen immer miteinander zusammen. Das heißt, wenn ein Leaky Gut diagnostiziert wird, dann habe ich auch eine Entzündungsreaktion, und zwar schon eine chronifizierte, im Bereich der Darmschleimhaut. Und das haben wir jetzt auch definitiv gehört, dass diese peripheren Entzündungsmediatoren auch ins Gehirn gelangen können und damit logischerweise dann auch Erkrankungen auslösen können. Wie wir eben auch wissen, dass verschiedene Bakterienstämme dazu führen können, dass depressive Reaktionen im Gehirn entstehen. Wenn die Waage, auch hier wieder die Waage im Darm zwischen guten und schädlichen Bakterien gestört ist, dann kann es eben beim Überwiegen von potenziell schädlichen Bakterien über die Entzündungsmechanismen durch den Leaky Gut und die Störung der Darm-Hirnachse zum Auftreten von Depressionen kommen. Und es gilt nicht nur für die Depression. Wir finden auch bei der Schizophrenie, aber auch bei der bipolaren Störung, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, diese intestinale Dysbiose. Und wir haben eine vermehrte Häufigkeit zum Beispiel von Gattungen Streptococcus, von gewissen Lactobacillus-Arten, von Egertella. Und immer ganz wichtig, und das ist auch, ja, so der heute im Mittelpunkt stehende Keim in der probiotischen Medizin, Fecalibacterium prausnitzii, der dann meistens zu gering vorkommt und damit es eben zum verminderten Auftreten von den kurzkettigen Fettsäuren wie dem Butyrat kommt. Und es ist definitiv so, dass wir auch eine Korrelation ziehen können zwischen dem Schweregrad der Dysbiose und dem Aus und der Ausprägung der psychischen Erkrankung. Das heißt, je stärker der Darm gestört ist, desto stärker ist auch die psychische Reaktion. Und diese Veränderung, Leaky Gut, Silent Inflammation bis hin zur Depression, die geht ganz besonders über den Tryptophan-Serotonin-Stoffwechselweg. Und der spielt eine ganz entscheidende Rolle. Tryptophan, eine Aminosäure, wird im Darm aufgenommen und normalerweise über 5-Hydroxytryptophan zum Glückshormon Serotonin umgebaut. Serotonin hat noch viel mehr Funktionen, aber ist auf alle Fälle ein Glückshormon. Wenn das Serotonin zu wenig gebildet wird, zum Beispiel weil Kofaktoren fehlen, wie Eisen, Magnesium, Calcium, Vitamin B6 oder Folsäure oder Vitamin C, Zink, dann kann es zu verschiedenen Krankheitsentitäten kommen. Auf der einen Seite Magen-Darm-Störung, kardiovaskuläre Erkrankung, psychische Veränderung, Schlafstörung, bedingt dadurch, dass bei zu wenig Serotonin auch kein Schlafhormon Melatonin mehr gebildet werden kann. Es kann zu Essstörung kommen, zum Verlangen nach Kohlenhydraten, nach Süßen, Alkohol, auch Drogen und zur Fibromyalgie und anderen Schmerzzuständen, aber eben auch dann zu depressiven Reaktionen. Also immer auch dran denken, wenn wir in die Therapie gehen, alle diese Syntheseschritte von Hormonen wie dem Glückshormon
brauchen Kofaktoren. Und es nützt alles gar nichts zu substituieren, wenn wir dem Körper nicht die Kofaktoren ausreichend zur Verfügung stellen. Und die Neuroinflammation, auch das ist gesichert, spielt auch nicht nur bei der Depression, sondern auch bei der Schizophrenie eine ganz entscheidende Rolle. Und damit sind eigentlich schon die Weichen vorgestellt für das nächste Webinar am 16.12., wie wir dann therapeutisch vorgehen müssen. Wir müssen den Darm therapieren und wir müssen dafür sorgen, dass die Entzündungsprozesse im Gehirn beendet werden können, dass es zur Terminierung der Entzündung kommt. Und bei der Schizophrenie sehen wir natürlich auch die anderen Ursachen, die auch bei der Depression zum Beispiel eine Rolle spielen, den oxidativen Stress, die Beeinflussung vielfältiger zellulärer Signalwege, dann Fehlregulation von Autophagieprozessen. Das ist etwas Hochinteressantes, deswegen werde ich da gleich drauf eingehen. Diese Autophagie, die ja eine Überlebensstrategie des Körpers darstellt, das sich selbst auffressen im Prinzip von Zellen, die ihre Funktion verloren haben oder die vielleicht auch entartet sind zu Krebszellen, ist etwas ganz Entscheidendes, um Krankheiten zu verhindern. Wenn nämlich diese Zelltrümmer nicht beseitigt werden können, nicht autophagiert werden können, dann werden immer Entzündungsmechanismen ausgelöst. Und auf der anderen Seite ist diese Autophagie von Zellen, die die Funktion verloren haben oder eine fehlgebildete Funktion wie Krebs haben, etwas Wichtiges zum Überleben. Und natürlich dann letztendlich auch ein Recyclingsprozess. Denn die Zelle wird in ihre kompletten Bestandteile zerlegt, damit sie dann wieder verwendet werden können. Und die Fehlregulation der Autophagie als Krankheitsursache stellt heute in der Medizin eine ganz entscheidende Bedeutung dar. Bei der Onkologie, bei der Krebsentstehung ist es bekannt, aber eben auch bei der Neuroinflammation, die dann zu den neurodegenerativen oder neuropsychiatrischen Erkrankungen führen kann. Aber auch Muskelerkrankungen, Lebererkrankungen, Infektionserkrankungen, die vermehrt auftreten, können Ausdruck einer Fehlregulation der Autophagie sein. Und wenn eine Fehlregulation einer Zelle da ist, dann ist es immer so, dass irgendein Mikronährstoff fehlt. Und damit betone ich jetzt schon, wie wichtig es ist, sämtliche Mikronährstoffe dem Körper immer wieder zur Verfügung zu stellen. Natürlich brauchen wir dann in der Therapie ganz spezielle Mikronährstoffe, die zum Beispiel auch hirngängig sind, um dort nach Überwindung der Blut-Hirn-Schranke die Entzündungsprozesse hemmen zu können. Die Umweltfaktoren, die spielen eine entscheidende Rolle, aber nicht direkt, dass sie sich auf die Psyche auswirken, sondern indirekt, indem sie das Darmmilieu beeinflussen, dass sie eine intestinale Dysbiose verursachen und den Leaky Gut verursachen und über diese Entzündungsreaktion, die Veränderung der Darm-Hirn-Achse, dann im Gehirn diese schweren psychischen oder neurodegenerativen Erkrankungen nach sich ziehen. Und wir sehen auch zusammen mit den Veränderungen im Darm parallel dazu von vielen Erkrankungen enorme Zunahme, wie zum Beispiel der Autismus-Spektrum-Störung, wie sie heute heißen, autistische Störungen, die immer häufiger werden. Vor 40 Jahren, als ich noch an der Universität Medizin studiert habe oder gerade fertig geworden bin, war die autistische Störung höchstens zu 0,1% vorhanden, meistens dann noch viel weniger. Und wenn wir sehen, dass die in den USA schon bis zu 2% geht und auch sieht, dass Männer häufiger betroffen sind, dann muss das ja einen Grund haben. Und den Grund, den sehen wir eben auch in diesen Darmveränderungen, diesem Leaky Gut, in diesem Zusammenhang Dysbiose, Leaky Gut, Entzündung, gestörte Darm-Hirn-Achse, Neuroinflammation, Teufelskreis. Und damit werden wir auch bei dem autistischen Störungskomplex den Darm definitiv mit behandeln müssen, mit ganz speziellen Bakterien,
geht, eben dazu führen, dass gewisse Neurotoxine oder Propionsäure-Derivate vermindert oder vermehrt gebildet werden. Wir müssen ganz besonders die butyratbildende Flora stabilisieren und verbessern. Und den Keim, der so wichtig ist, habe ich vorhin schon gesagt, der heißt Fecalibacterium prausnitzii. Und da gleich ein Problem, den können wir nicht einfach via Tablette Pulver zu uns nehmen, denn sobald er mit Sauerstoff in Kontakt kommt, ist ein obligater Anaerobier, wird er absterben und gelangt dann gar nicht mit den Darm. Das heißt, wir müssen hier was dafür tun. Wir müssen uns richtig ernähren, indem wir mehr Ballaststoffe zu uns nehmen. Etwas, was kaum jemand weiß, ein Risikofaktor, der für mich in der Präventionsmedizin und der Salutogenese, Ganzheitsmediziner beschäftigen sich ja auch mit der gesunden Haltung, eine wichtige Rolle spielt, ist das Homocystein. Homocystein ist ein natürliches Abbauprodukt im Methioninstoffwechsel, Aminosäurestoffwechsel, aber darf oder soll nur eine gewisse Höhe erreichen, die ungefähr bei 10 Milligramm pro Liter liegt. Ab 11 ist der Bereich da, wo es zu Schäden kommen kann. Und eine der vielfältigen Schäden neben dem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, Herzinfarkt, Lachanfälle oder Krebserkrankungen, sind die Auswirkungen auf die Psyche. Und zwar korrelieren erhöhte Homocysteinspiegel mit dem Risiko für Depression. Und zwar signifikant. Und hier ist es vorwiegend die Folsäure, die eine entscheidende Rolle spielt. Und erhöhte Homocysteinwerte führen eben dazu, dass ein wichtiger Botenstoff Neurotransmitter im Gehirn, das S-Adenosylmethionin, kurz SAM abgekürzt, vermindert, exprimiert wird. Homocysteinbestimmung würde ich allen Menschen raten, für mich wichtiger als die Bestimmung von einem Cholesterinwert. Und bei der Biosynthese von Serotonin spielen genau die gleichen B-Vitamine eine Rolle, die wir brauchen, um zu verhindern, dass Homocystein zu stark ansteigt. B3, B6, B9, B12. Dazu noch die Kofaktoren Magnesium und Zink. Und wenn es eben dann zu diesen hohen Homocysteinspiegeln kommt, dann haben wir natürlich auch in dem gleichen Bereich, den ich vorhin mit dem Darm schon gesagt habe, eine Veränderung in der Serotoninbildung, in unserem Glückshormon oder auch in Bildung vom Schlafhormon und können deswegen schlechter schlafen. Zudem ist es noch so, dass zu hohe Konzentrationen von Homocystein, und da ist der kritische Wert bei einem Blutwert von über 15 zu sehen, auch neurotoxisch wirken. Das heißt, sie können Zellen im Gehirn direkt zerstören. Und leider ist es so, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel sagt, dass der Normwert für Homocystein nicht, wie ich es gesagt habe, bis zu 10, sondern bis zu 15 liegen kann. Für mich unverständlich, denn bei einem Wert von 15 haben wir schon das doppelt erhöhte Risiko, eine neurodegenerative Erkrankung zu bekommen, nämlich die Alzheimer-Erkrankung, die Demenzerkrankung, aufgrund dieser Neurotoxizität der Störung. Häufig, und das ist kein Hype, ist auch der Vitamin-D-Mangel eine Ursache, die zu einer Fehldiagnose Depression führt. Es gibt immer noch Ärzte, die sich weigern, den Vitamin-D-Spiegel im Blut zu bestimmen. Für mich unverständlich. Und die Fehldiagnose ist ganz klar, weil der Mangel an Vitamin D Beschwerden verursachen kann, die wir, wie am Anfang geschildert wurde, in die Diagnose Depression stecken können. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Antriebsminderung, Traurigkeit, Schlafstörung, Übelkeit, Schwindel, bei denen man dann bei der Abklärung der Symptome, bei den Organabklärungen nichts findet. Und dabei ist es eben so wichtig, dass Vitamin D zusammen mit Omega-3-Fettsäuren überhaupt erst die Serotonin-Synthese und Wirkung von Serotonin an der Nervenzelle bewirken. Ohne Vitamin D und Omega-3 nützen auch hohe Serotoninspiegel nicht sehr viel, weil einfach die Nervenübertragung nicht funktioniert. Und das sind diese ganzheitlichen Erkenntnisse, die, finde ich, so wichtig sind. Die auch interessant sind zum Beispiel, dass die Fructoseunverträglichkeit,
Fructoseintoleranz, Fructose-Malabsorption nicht nur das Thema Reizdarmsyndrom auslösen können, über Blähungen, Stuhlunregelmäßigkeiten und so weiter, sondern auch über Auswirkungen auf den wieder Tryptophan-Serotoninstoffwechsel zu depressiven Veränderungen führen können. Eine ganz einfache Fructose-Malabsorption. Mir persönlich ist es in meinen über 33 Jahren der Praxistätigkeit nie über den Weg gelaufen, dass ein Psychiater bei einer Depression, die er sonst nicht in den Griff bekommen hat, zum Beispiel auch mal auf den Darm schaut oder auf die Fructose-Malabsorption. Wir sind sicherlich auch Zuhörer da, die Kinder haben. Und hier ist ein Thema, auch das immer häufiger wird, ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom oder nur ADS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und auch hier sehen wir wieder vielfältige Ursachen. Wir sehen oxidativen Stress bedingt durch Mikronährstoffmangel. Die meisten Menschen ernähren sich heute nicht mehr gesund. Höchstens 10% der Menschen schaffen es, die Mikronährstoffversorgung ausreichend zu haben. Und zwar soll man 5 Portionen Obst und Gemüse haben pro Tag, um sich mit Mikronährstoffen ausreichend zu versorgen. Neue Untersuchungen sagen allerdings, zum Beispiel von der Universität in London, dass diese Zahl von 5 Portionen definitiv nicht mehr ausreicht, aufgrund der Lebensbedingungen, der verminderten Konzentration von Mikronährstoffen in den Lebensmitteln, braucht man heute 10 bis 12 Portionen. Das schaffen wir nicht. Dann zunehmende Zahl von entzündungsfördernden Bodenstoffen, Zytokine im Vagus, Immundysregulation, dann bereits im Rahmen der Schwangerschaft auftretende Veränderung des Mikrobioms mit Immunaktivierung der Mutter spielen eine Rolle für das ADHS-Syndrom. Natürlich wieder der Leaky Gut, die intestinale Dysbiose, Autoimmunerkrankung und allergische Erkrankung. Und sehr interessant, immer wieder bei ADHS müssen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien mit einbezogen werden, weil die Unverträglichkeiten immer den Zusammenhang haben mit dem Leaky Gut der Darmbarrierestörung. Schwermetallbelastung, Aluminium, Quecksilber, Blei spielen eine Rolle. Hormonbalancen, Mikronährstoffmangel, wie schon mehrfach gesagt. Und all das wird beim ADHS in meinen Augen viel zu wenig berücksichtigt. Man sieht die Symptome. Und was macht man? Die Kinder bekommen Psychopharmaka, um ein geregeltes Leben führen zu können. An den Ursachen wird nicht gedreht. Man untersucht sie auch gar nicht. Und diese Ursachen finden sich auch immer wieder in der Störung der Darm-Hirn-Schranke, der Darm-Hirn-Achse, der Darmbarriere und der Blut-Hirn-Schranke. All diese Veränderungen können dieses Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätssyndrom auslösen. Und eine Therapie nur mit einem Psychopharmakon ist für mich keine kausale Therapie. Ich komme jetzt noch zu einer Stoffwechselerkrankung, die sehr interessant ist, die auch in der klassischen Schulmedizin nicht anerkannt wird. Die Hämopyrrolactamurie, HPU kurz abgekürzt, oder KPU, Kryptopyrrolurie. Diese Stoffwechselerkrankung führt zu einer gestörten Synthese des roten Blutfarbstoffs, des Häms, Bestandteil vom Hämoglobin in den roten Blutkörperchen. Es ist ein wichtiger Bestandteil eines Stoffes von Zytochrom C, was in den Mitochondrien, in Zellkraftwerken eine große Rolle spielt. Aber es ist auch für Muskulatur ganz entscheidend. Und damit ist auch erklärbar, dass so viele Symptome bei erhöhten Werten von HPU auftreten können. Und was wir eben immer sehen, ist, dass bei diesen Menschen es zu einer Minderung an aktiven Vitamin B6 kommt, an Zink, an Mangan, und dass diese dann, wie wir im therapeutischen Teil sehen werden, unbedingt dazugegeben werden müssen, um die Symptome zu verbessern, die oft eben nicht erkannt werden, weil man in der Medizin das nicht berücksichtigt. Die autistischen Störungen mit der Dysbiose, vorhin schon gesagt, spielen eine ganz entscheidende Rolle. Und hier muss auch der Darm mit behandelt werden. Ja, es ist Corona immer noch aktuell.
Und kein Vortrag ohne Corona. Auch hier spielt es bei der psychischen Gesundheit eine entscheidende Rolle. Wie wir auf der Grafik hier sehen, hat die Covid-19-Pandemie dazu geführt, dass psychische Erkrankungen stark angestiegen sind. Und wir wussten es schon früher, wurden allerdings als Ketzer hingestellt, wenn wir gesagt haben, dass virale Erkrankungen wie EBV-Viren, wie Paroxysmal-Viren dazu führen, dass es über eine Hirninfektion zu Neuroinflammationen und zu psychischen Veränderungen kommen kann, sind wir jetzt rehabilitiert, weil die Forschung gezeigt hat, dass eben Coronaviren genau das Gleiche machen können. Und dass es über diese Infektion zu einer Neuroinflammation kommt und zu einer Veränderung der Funktion der Mikroglia, nochmal der Gärtner, der Wächter unseres Gehirns, die aufpassen, dass Entzündungen nur kurzfristig zur Abwehr sind, die spielen eine entscheidende Rolle. Und letztendlich sind für diese vielen Symptome, die wir heute bei Long- oder Post-Covid haben, aber auch beim Post-Vax-Syndrom, was sich sehr schwierig unterscheiden lässt, immer die gleichen. Es kommt zu einer Dekompensation im Bereich der Entzündungsparameter. Und wenn man sich das genauer anschaut, allein über diese Folie könnten wir jetzt eine halbe Stunde sprechen, dann sehen wir, dass gewisse Signalwege oder Zellfunktionen im Körper beeinträchtigt werden und es zum Beispiel dazu kommt, dass vermehrt jetzt Infektionserkrankungen bei Long-Covid-Post-Vac zu beobachten sind. Und wir müssen heute sagen, dass nach Impfungen, auch nach der HPV-Impfung, es zu vermehrten Entzündungsprozessen kommen kann, kommen muss. Und diese Interleukine, 1-Beta, Interleukin 6 oder TNF-Alpha, die können eben auch eine Neuroinflammation auslösen, nicht nur nach HPV-Infektionen, sondern auch nach Coronaviren. Und damit ist es auch ganz klar für alle, die unter diesem Problem leiden, dass wir hier in die antiinflammatorische Therapie gehen müssen. Aber dazu mehr am 16.12. Ja, es ist eine gute Stunde herum und ihr habt es geschafft. Sehr schön. Für Ihre Aufmerksamkeit. Der Vortrag ist zu Ende. Viele freuen sich. Ich hoffe, dass alle so vor der Kamera sitzen, interessiert, was kommt jetzt dann noch in der Therapie. Und natürlich, wer Fragen hat, gerne noch beantworten. Super, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dein umfangreiches Wissen mit uns geteilt hast heute Abend. Und ich habe jetzt auch schon den Link geteilt für am 16., 12. um 18.30 Uhr. Der Link ist im Chat. Jürgen, du müsstest kurz dein Audio ausstellen, unten, weil dann halt es nicht so. Genau, perfekt, jetzt geht es ein bisschen besser. Genau, also wir haben den Teil 2 und zwar, da gehen wir mehr in die Therapie und zwar, wie können wir Omega-3-Fettsäuren und vor allen Dingen EGCG, das Epigallocatechin-Galat, den Wirkstoff im grünen Tee bei solchen Neuroinflammationen einsetzen. Weil wir haben nämlich festgestellt und Studien zeigen, dass die Kombination zwei Produkte, eben das EGCG und Omega-3, wirklich essentiell ist und viel effektiver wirken als nur die Monosubstanz. Und das wollen wir Ihnen auch zeigen. Also am 16.12. melden Sie sich an. Das machen wir über Zoom und zwar aus dem Grunde, weil wir dort die Animationen zeigen können. Und das ist ein bisschen einfacher, das Zoom als EduDip ist ein bisschen kompliziert. Super, also Sie bekommen alle die Aufzeichnung danach. Es wird gleich zugeschickt. Sie bekommen auch das Skript, das wir jetzt heute Abend gezeigt haben. Und vor allen Dingen, wenn Sie noch Muster brauchen, das sage ich ja auch immer zum Ende, dann schreiben Sie mir. Ich gebe Ihnen noch meine E-Mail-Adresse. info@tigogreen.de. Wir haben auch ein Partnerprogramm, wenn Sie das interessiert.
Genau, und wenn es jetzt noch Fragen gibt, wenn nicht, nächsten, wie gesagt, am 16.12. Können wir das dann genauso machen. Warte noch kurz, ob noch Fragen kommen. Ja, lieber Jürgen. Genau, ich glaube, es kommen keine Fragen mehr, aber das können wir auch dann am 16.12. Ah ja, genau. In das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, entschuldige, wenn wir es am 16.12. zusammen mit der Therapie machen, weil ich werde dann bei der Therapie immer noch rückgreifend auch wieder eine Folie zeigen, wie zum Beispiel gerade das EGCG auf die Neuroinflammation wirkt. Und da gibt es dann sicherlich mehr Fragen. Gut. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Du hast es wirklich super gemacht, Ram. Die Webinare sind immer sehr spannend mit dir. Und ich glaube, das teile ich auch. Ich hoffe, es hat allen Ihnen gefallen. Und wir sehen uns alle wieder am 16.12. Schönen Abend noch. Ja, vielen Dank und schönen Abend. Bis zum 16. Tschüss. Servus.